Unter einem weit ausladenden Olivenbaum saßen zwei der größten Denker der Geschichte, Jesus von Nazareth und Sokrates, im Schatten und unterhielten sich. Die Atmosphäre war ruhig und das sanfte Rascheln der Blätter mischte sich mit einem Singen der Vögel. Jesus: Sokrates, ich habe oft gehört, dass du sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es ist eine faszinierende Aussage. Doch ich frage mich, ob du dir der Ironie bewusst bist, die in dieser Aussage liegt. Sokrates: Ja, Jesus, das ist richtig. Ich sage dies, um meine Unwissenheit und die menschliche Begrenztheit des Wissens zu betonen. Es ist ein Ausdruck der philosophischen Demut. Jesus: Aber Sokrates, erkennst du nicht, dass du, indem du sagst, dass du nichts weißt, bereits etwas zu wissen behauptest? Du weißt, dass du nichts weißt. Ist das nicht ein Widerspruch? Sokrates: Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, aber es ist mehr eine Anerkennung der Tiefe unserer Unwissenheit. Es ist eine methodische Aussage, um das Streben nach Wissen und Weisheit zu fördern, ohne sich selbst zu täuschen. Jesus: Dennoch, wenn du behauptest, dass du nichts weißt, stellst du eine positive Aussage über dein eigenes Wissen auf. Und darüber hinaus, deine Gespräche und Fragen legen nahe, dass du viel mehr zu wissen scheinst, als du behauptest. Deine Methode des Dialogs offenbart tiefgründige Einsichten und führt andere zur Wahrheit. Sokrates: Es stimmt, dass meine Methode der sokratischen Frage dazu dient, das verborgene Wissen anderer aufzudecken. Doch dies geschieht weniger durch mein eigenes Wissen als durch das geschickte Lenken des Dialogs. Mein Ziel ist es, andere dazu zu bringen, ihre eigenen Annahmen zu hinterfragen und zur Erkenntnis zu gelangen. Jesus: Deine Bescheidenheit in Ehren, aber du spielst eine aktive Rolle in der Wissensvermittlung. Du lehrst andere durch deine Fragen und deine Führung. Es ist eine Form von Wissen, auch wenn du es als Methode des Nichtwissens präsentierst. Sokrates: Ja, vielleicht hast du recht, dass es eine Art von Wissen ist, das Wissen um das Nichtwissen. Ja, es ist ein paradoxer Zustand, aber es dient einem höheren Zweck, der Suche nach Wahrheit und Weisheit. Jesus: Und in dieser Suche, Sokrates, erkennen wir, dass wahres Wissen oft im Herzen und im Geist gefunden wird, nicht nur im Intellekt. Es ist wichtig, das menschliche Begrenztheit anzuerkennen, aber auch die tieferen Wahrheiten zu suchen, die über unsere unmittelbare Erkenntnis hinausgehen. Sokrates: Da sind wir uns einig, Jesus. Die Suche nach Wahrheit und Weisheit ist ein unendlicher Weg, der uns beide über die Grenzen unseres gegenwärtigen Verstandes hinausführt. Die beiden Männer schweigen einen Moment und lauschen dem leisen Wind, der durch die Blätter des Olivenbaums weht. Jeder in seinen Gedanken vertieft, aber in einer stillen Übereinstimmung über die ewige Suche nach Wissen und Wahrheit.